Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Satisfactory Update 7. Wir sind wieder hier zu fünft auf dem Server. Wir versuchen unsere Projekte voranzutreiben, mal mehr, mal weniger. Unterstützt werden wir hier vor allem von Sascha, der ebenfalls streamt, wie auch Riker, der auch streamt. Und natürlich auch der liebe Mario und Carsten, die uns hier bei unseren Projekten tatkräftig unterstützen. Also seid dabei, bleibt dabei und habt Spaß. Es wird chaotisch wie immer. Also habt Spaß. Sogar geradeaus hier, okay. Ist die Frage, komme ich da durch? No. Ja, habe ich eben auch das Gefühl. Habe ich Eisen in der Tasche? Natürlich nicht. Warum hast du verstärkte Eisenplatten in der Tasche? Jo. Magst du mir mal so. Da kommst du nicht durch. So, jetzt schon. Das ist der Aufgang dahinter. Ja, jetzt nicht mehr. Kann ja wohl nicht angehen. Kannst du mir hier unten mal eben Eisenplatten hinlegen? Ja, ich muss mal hier runter, sonst schwebt das Zeugs. So, willst du mal verstärkte Eisenplatten? Blup. So einen halben Stack oder so. Blup. Ah, hast du zwei Stacks. Okay. Noch besser. Also... Fabrikat. Theoretisch. Müssen wir da den Aufgang hier haben? Brauchen wir den? Brauchen ist relativ, ne? Quatsch. Kann man doch auch von außen irgendwo anbauen. Wie viel brauchen wir denn? Da fragen wir, was verbindet der genau eigentlich? Das ist die Frage. Die untere und die obere Etage. Oh, echt? Wow, diese Weisheit läuft. Ja. Kannst du natürlich auch ein bisschen anders bauen. Jetzt bist du mal ein bisschen stolz auf mich, gib's zu. Ich bin immer stolz auf dich. Immer. So eine Mitarbeit. Ich bin Stück. Immer stolz auf dich, Carsten, das weißt du doch. Tom, ich brauche 300 Draht die Minute. 300? Ja. Dann tun sie das. Aber ich glaube, ich muss den hier nochmal umsetzen. So, ich muss den auch umsetzen, der passt hier noch nicht hin. Drei. Bei. Wo leuchtet's denn? Da leuchtet's. Drei. Da in der Richtung. Krieg hier keine 10 Stück hin. Passt das? Ja. Au! Wand im Weg. Könnte gehen? Wo endet, wo beginnt denn dein... Wow, mit dem Monster-Lag. So. Was ist denn hier? Also wieder der Hochaufgang, ha? Wie haben wir denn jetzt? 2, 4, 6, 7, 8 Stück hin. Gibt's der Köder, Carsten? Hat er mir die Tür zugebaut hier? Kann ja wohl nicht angehen. Welche Tür? Gebaut. Aber was sind das denn für Tiere? Entschuldigung. Ich brauche Rotoren. Und zwar genau 7 Stück. Wo kriege ich die denn mal eben am besten her? Was, Rotoren? Ja. Oben im Lager. Jede Menge. Nö. Ich hab dem noch MK5, ja? MK3. Für 90 Stück müsste es aber auch reichen. Was brauchst du, MK5 hier oder wie? Ich brauch immer MK5. Man hat's ja, hä? Man hat's ja. Ja, das Zeug habe ich eher in der Tasche als Okay. Ja. Sicher brauchst du die Rahmen hier bei dir oder wo brauchst du die? Guck mal, ob oben immer im Waggon noch Platz ist, weil nicht, baue einfach eine Kiste und stelle sie da vorne hin. Jo. Ich stelle hier eine Kiste hin. So. Endlich leer. Wie ist der da? Alles klar. Jo.
Da, na? Hast du noch irgendwelche Wünsche daher? Nein. Erstmal nicht. Aber einmal nicht. So, warte mal, wie war das hier? Hier ist so, dann rüsten wir das Ganze ein bisschen auf. Warum ist das jetzt so schräg wieder? Nein! Da. Jo. Danke dir. Reicht dir da? Ich verneige mich. Reicht dir da? Das reicht. Danke dir. Der Mario vielleicht? Ja, ich hätte gerne Motoren. Jede Menge Motoren. Motoren. Aber wie sieht's denn hier aus? Der braucht wieder Rotoren, ne? Da, Bams. So. Und da. Ach, du wolltest doch vor Rotoren, ne? Ja. Toll, ich hatte ja noch 300 Stück in der Tasche. Die habe ich jetzt da. Da habe ich jetzt aber alle gerade in die Motorfabrikation eingeschoben. Ja, ich baue mir die mal eben hier. Ich brauche ja nur für zwei. Ja. So. Nein, so viel Draht wollte ich da jetzt auch nicht reinschmeißen. Die Hälfte muss reichen. Gut, dann brauchen wir hier. Alles für Sascha hier, alles für Sascha. Leckt mal wieder alles durch. Wir brauchen erstmal nur den einen. Oh. Das kann ich hier nicht ersetzen, oder wie? Sag mal, was ist hier denn los? Dann. Ich hoffe mal, das passt mit dem Fahrstuhl. Das ist halt nicht ganz mittig hier, ne? Leg. So. Monster Leg. Dann nehmen wir noch das Eck. Nee, kein Leg irgendwie. Du musst doch nicht du geleckt haben. Doch, ich war irgendwie, glaube ich, nicht mehr im Spiel. Also, irgendwie rausgetappt, ohne Tab zu drücken. Ja. Kostiker, vielen Dank für dein Follow, dankeschön. Schön, dass du dabei bist. Ich habe das Problem, dass wenn ich aus dem Spiel raustappe und wieder reintappe, das meistens abstürzt. Oder sowas. Ja. So. Und dann haben wir noch ein Treppchen. Was habe ich denn hier jetzt verkehrt gebaut? Ach, der da. Okay. So, Sascha, jetzt kommst du hier hoch. Hast du eine Treppe? Danke. Das Problem ist, mal gucken, wie ich das irgendwie da hinten nach da hinten verbinde. Ja, hier ist alles ein bisschen im Weg. So und so. Dann einmal in die andere Richtung. Und dann. Eine Hälfte schon mal an. Also unter Umständen müssen wir die Drahtproduktion irgendwie noch ein bisschen ankurbeln. Ist das andere Ding? Grüß dich. Der Schabernack. Das passt. Wo haben wir denn das? Das müsste nein. Oh, was leckt denn jetzt hier?
Ja, der Server. Das ist Discord. Discord? Ja, wer du oder ich oder Discord? Okay, nee, ich bin's nicht, ausnahmsweise mal. Ich bin's nicht. So. Was sagen sie alle? Dann Fusionator. Nein. Ich glaube, das ist der, glaube ich zumindest. Ja. Wie kriegen wir das schön hin? Gar nicht. Du bist ja wieder optimistisch. Aber sowas von. Nee, das ist dieser Glitch, der überall durch. Nö. Da hinten wird es ja auch schwierig. Das ist ein bisschen doof. Ein halber. Leck. Wir haben aber hier nichts anderes, ja. Ja, dann machen wir es halt so rum. So. Der hier. Und das. Bin ich natürlich nachkommen. So ein Fenstermodus spielen ist auch nicht immer praktisch. Passt halt nicht so gar nicht, irgendwie, ja? So, ja, zwar ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber den kriegen wir den irgendwie. Nö. Vielleicht. So. 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 Okay, das sieht auch spannend aus. Die unteren beiden wieder weg. You are Russ. Okay. Kein Ding. Kein Problem. Have fun. Das sieht. Glitscht das durch? Na, Test. Schauen, ob das wieder funktioniert bei dir, Tom. Was soll bei mir nicht funktionieren oder funktionieren? Alles. Tom? Ja? Was ist hier genau? Das muss im Chat sein. Was? Der Herr Schabernack hat Talking Mode. Ja, das ist keine. Das ist alles. Alles okay. Alles okay. Okay. Er stalkt mich einfach, weißt du. Ist aber, also, ist approved. Ist approved. Okay. So. Und dann hier. Zack. So. Step 1. Jetzt baue ich Sascha zu. Flupp. Genau, lass ihn nicht mehr raus. Erst wenn er fertig ist. Wo ist denn Sascha jetzt hin? Ja. Entschuldigung. Du brauchst nicht zu. Hier unten kann man langlaufen. Ja, ich dachte, ich verbaue dich irgendwie. Nee. Mist. So. Rotor, achso, von hinten ist am einfachsten. So, na jetzt, zack. Dann Strom einmal dahin. Und dann einmal dahin. Angeschlossen. Da geht's auch noch runter. Stahlrohre. Ist schon eingestellt? Stahlrohre.
Also was machst du hier? Rotoren. Kommt nicht genug Stahl an. Wieso kommt hier nicht genug Stahl an? Boah. Von wo holst du den Stahl? Von außen? Nee, von einer Etage tiefer. Ich sprinte. Und eigentlich müssten da. Nee, gar nicht. Also hier eine Etage tiefer. Also da haben wir 60. 60 mal 1, 2, 3, 4, 5. 300. 300 Stahl. 300, genau. Mhm. Und wir haben auf der anderen Seite wieder die Etage nach oben. Das 300. Mist, ich komme nicht ran. Aber wo gehst du raus mit denen? Die brauchen 30 mal 10. Du gehst hier runter. Also es werden 300 produziert und eigentlich werden 300 gebraucht. Was ist denn hier unten? Ach, das ist das Lager, okay. Ah, nein, ich flieg schon wieder. Warum denn? Kohle ist da, Eisen ist da. Bug. Er ist voll. So, dankeschön. Ah, 60. Noch klemmt's fast irgendwo? Ja. Also es sieht so aus, als wäre. Ist das vielleicht nicht angeschlossen? Hier war was nicht richtig angeschlossen. Ach, das sieht doch aus. Okay, das sieht jetzt gut aus. Okay, jetzt fließt es, ja? Ja, ich habe das eine Förderband gerade neu angeschlossen. Ja, aber hier vorne hat hier auch geklemmt. Hä? Wo hier vorne? Da, der erste, der hier. Aber da läuft es jetzt auch, da läuft es. Ja, den habe ich gerade neu angeschlossen. Ach, du auch. Toll. Also was heißt der erste? Ich habe das eine Förderband hier zu dem letzten Fusionator habe ich neu angeschlossen. Mhm. Fahrtfeld 6, brauchen wir das? Hm? Welches ist die Farbe von Carsten? Fahrtfeld 10 oder 6? Keine Ahnung. Das ist lila. Nee. Und du bist 14. Du leckst schon wieder so, Tom. Was, ich? Ja, 14 hat... Och nein. Ich glaube, 14 hat Carsten. 14. Nein, die 10. Okay. 10? Ah, okay. So, jetzt kommen wir auch vernünftig die Stahlbahn an. Also ich disconnecte mal Discord. Oder ist es immer noch? Meine Webcam ist die ganze Zeit aus. Chat, hört ihr mich richtig? Oder ist das hier nur beim Discord das Problem? Also ich höre dich. Discord gut. Okay. Ich höre dich auch gut. Ich höre alle gut. Ja, dann, ist, dann ist es vielleicht bei Sascha möglicherweise. Du bist der Einzige, den ich hin und wieder mal laggig höre. Okay. Aber auch nur hin und wieder. Okay, auch spannend. Dann höre ich ihn wieder. Passt. Weg. Ach, Lupina, grüß dich, du bist auch da. Sehr schön. So. Ja, irgendwie ging es runter. Bei dem Chaos. Natürlich meinem Chaos. Wie machen Chaos, wir? In unserem Chaos? Natürlich. So. 30. Wie viel Draht produzierst du hier eigentlich? Vermutlich zu wenig. Das sind... Nein, eigentlich müsste es passen. Das sind eigentlich Kabel. Müsste es passen. Das ist Draht 30. So, und das machen wir mit auch noch mal kurz ein. Draht 30. Da in Orange. 4, 5, 6, 7, 8. So. Was denn hier? 240 produzierst du. Das ist zu wenig. Was da drüben auf der anderen Seite produzierst du auch noch mal. Okay. Mhm. Weil eigentlich bräuchte ich 300 Draht. Entschuldigung.
Es war nur ein Test, zum gucken, ob du da bist, ja? Ach ja. Du produzierst unten aber ja sehr wenig Kupfer, ne? Wieso, da steht dein Stähl aktuell? Ja, aber dann könnte ich mir Kupferbarren davon abzwacken, um noch mehr Kabel zu produzieren. Also du hast 30 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also 300. Ja, ich brauche 300. Gönn dir. Sei dir gegönnt. So, ja, aber ich hol mir hier unten einfach Kupfer von weg und produziere nochmal extra 300. Mach das, mach das. Das dann mache ich noch einen Screenshot fürs Video. So, dann brauchen wir hier einen Splitter. Ach, die sind schon wieder leer, ha? So, muss passen. Was fehlt natürlich? Rotoren, wer hätte es gedacht? So, Nein, Rotoren. Und da fehlt natürlich dasselbe. Gehe ich nochmal holen. Ja, ja, so ist es, Daniele, so ist es. Nein. Und dann haben wir hier Rotoren, jede Menge. Ich glaube, ich fange schon wieder an zu fliegen. Warum denn? Was ist das heute die ganze Zeit mit diesem Bug? Keine Ahnung. Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir irgendwo... Ne, ich komme wieder nicht runter. Ich liebe mein Jetpack. So. Ein Stück, perfekt. Also jetzt gucken wir ganz kurz rein, wie viele Motoren haben wir denn schon? 100, 200, 300, 360, perfekt. Passt. Keine Eisenplatten. Passt. Aber ich befürchte halt, ich habe ein bisschen zu viel anderen Stuff mit dabei. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich auch. Ich habe auch noch 100 Stück hier. Was? Motoren? Motoren. Ja, Motoren habe ich jetzt genug. Aber ich brauche noch jede Menge anderes Zeugs und ich, ob ich das irgendwie reinkriege? Habe ich einen Zug? Du hättest jetzt auch einfach sagen können, das hast du aber gut gemacht. Bring sie mal schnell her. Nein, ich bin ja am Lager. Hier ist ja alles da. Ist ja alles da. Also, fast alles. Ja, fast alles, ja. Als ich anfing zu bauen, hattest du keine Motoren. Da hast du gejammert. Jetzt stehe ich hier 2 Stunden an diesem blöden Werkbank. Entschuldigung. Jetzt erzähl mir, er braucht's nicht. Mario, wo bist du? Ich muss mal nicht weg. Nicht da. Ich mach's jetzt mal andersrum. Transport, ich brauche einen Zug. Ich brauche wieder den österreichischen Schelm im Rücken hier. Alles andere macht keinen Wert. Was haben wir noch? Von vornherein, dass ich richtig verarscht werde. Der verarscht mich jetzt ehrlich und nicht so hintenrum. Was? So fies. Na, hier oben würde ein Zug stehen, aber der ist voll. Tom. Haben Zug. Ja, nee, ich mach meinen eigenen Bauzug. Stahlrohre hier. Wo Stahlrohre haben wir ja fast nix. Ja, haben wir echt nichts drin im Lager. Also ich brauche hier unten mal ein bisschen Spaghetti-Code, ne? Und nicht schon wieder. Ja, in der Zwischenetage. Wie am meisten sein muss. So, wo soll ich jetzt die schwindigen Motoren hinlegen? Ins Lager, wo so. Hinten sonst? Right. Aber in bitte Dom. Nicht in den Schredder-Container. Ich bin in Dom, weil der Dom hat's haben wollen. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Nein, warte, ich spür's nicht, Dom.
Ich hab kein Kabel. Ich bin schon hier weg. Ich hab schon irgendwo Motoren gesehen. Ah, ich bin. So, zack. Dann schmeiß ich mal das rein. Das schmeiß ich auch mal rein. Hab ich reingeschmeißt. Reingeschmeißt? Stahlrohre brauchen wir noch, ha? Das war noch das Ding. Dann Sticks, bitte. Ah, da war doch was. So. So. Oh. So. Das ist ganz natürlich. Das kannst du umbauen. Ja, also du kannst, wenn du magst. Bist du in der Zentrale? Ja, in der Eisenbahn draus. Komm mal ganz kurz zu mir und schieß bitte nicht auf mich, ha? Das ist ungefährlich. wo bist du denn? Das ist gefährlich. Beim Zentrallager. Lager? Ja. Da komme ich gerade her. Warte, da mach ich Wo bist du? Du bist da, das ist Mario. Wo bist denn du? Hinter dir. Hinter mir? Das, was du nicht bist, was ihm nichts passiert. Ich bin im Gang drin. Nee, komm raus. Da, wo die beiden Shredder sind. Shredder. Na, jetzt guckst du rechts. Und nicht links. Ich bin hier oben. Ja, da. Links. Einfach links. Ach, das gibt's doch nicht hier. Irgendwo oben. Ah, ich blinke. Ich blinke. Ich bin ein Blinker. Ich blinke. Hinter dir jetzt. Was fliegst du denn da rum? Ja. Das wird ja unfreundlich, der Tom, weil du nicht gleich reagierst. Er blinkt dich an und du reagierst nicht. Das geht nicht. Also guck, hier drin mache ich Proteine. Alien-Proteine. Du kannst, wenn du magst, kannst du hier drüben eine Produktion machen für das ganze Fleischzeugs oder Alien-Überreste. Weil dann können wir nämlich aus den Proteinen DNA-Kapseln basteln, die sind nämlich hier drin. Und die... Wo? Ach, Protein muss man basteln davor. Also entweder bastelst du da drüben bei der Werkbank oder machst du hier eine Produktion, wo du das einfach reinschmeißen kannst. Guck, ich mach das sogar noch. Ich bin so lieb zu dir. Was willst du schon wieder von ihm? Nix, gar nix. Mist, mir fehlt Material. Sehr schön, dann machen wir mit Mark 1. Und dann kannst du ja hier zum Beispiel, entweder machst du so Keilerproteine, schmeißt du alles Keilerüberreste hier rein. Flupp. Genau, und dann wird es jetzt produziert und dann stellst du das Rezept um auf, was ist das andere, Krabbenbrüter, Stecher oder Spucker. Ja. Und vorne kommt... Schnecken habe ich bei unserer Basis da hinten. Wow, ist das ein Leck. Ja. Gut, bis ich heute mal vorankomme, dauert noch, ha? So, also gucken wir ganz kurz rein. Das haben wir. Den Schmelzer. So, und wir müssen daran. Das wird echt spannend. So. Really? Also, 15 Stück. Was habe ich gesagt? Ich brauche 300 pro Minute. 22,5. Müsste passen. Gieß rein. Haben wir. Gieß rein, Foundry ist nur eine. 13. Okay. Dann haben wir. Brauchen wir, wenn wir die normalen Draht nehmen? Packager. Will ich einen Packer dazu nehmen? 30. Elf Assembler und 11 Konstruktoren. 11 Grad wäre natürlich 11. Da haben wir noch verstärkte Eisenplatten, die wir jetzt noch brauchen. Haben wir 45 Katheriumbarren irgendwo in der Basis über pro Minute? In der Basis? Vielleicht ja. Unten, oberste Etage, also zweitoberste.
Da wird doch irgendwas gebastelt. Das wäre ganz praktisch, dann bräuchte ich nur drei Konstruktor bauen. Dann mache ich Katerium-Draht. Also, Draht aus Katerium-Barren. Draht kannst du auch aus Eisen machen, das weißt du? Ja, aber ich bräuchte 45 Katerium-Barren für 360 Draht. Mhm. Alternativ Eisen brauche ich... Also da nehme ich noch was mit. Was ist das hier? Dann? Ich brauche 12,5, 13... Wo haben wir die verstärkten Eisenplatten hier? 13,3 mal... So, und Aluminium. Ja, mal was. 12,5. Kunststoff brauchen wir auch noch. 166. Ich bräuchte 166 Eisenbarren. Und 13 Konstruktor oder 14 Konstruktor für die 300 Draht. Und so brauche ich nur 3 Konstruktor. Okay. Ja, musst du halt natürlich gucken, was wir da noch haben. Etwas praktischer, ja. Wenn ich hier irgendwo einen Ausgang finde, dann gehe ich mal gucken. Also soll ich mal gleich gucken. Ich bin gleich vermutlich näher als du. Das ist ganz gut, ja. Also wie gesagt, 15 Barren pro Minute. Das müsste theoretisch hier sein, meinte ich. Oder nicht? Ja, hier kommt, wow, das ist ja noch eine Mark 1. Also hier wird 15 Katerium-Barren produziert. Ja. Von wo kommt das? Aus dem Süden. Mist. Irgendwas. Mist, da hat es keinen Ausgang mehr. Es ist ein reines Vorkommen. Da kommt mehr als genug. Das ist hier. Hast du geguckt oder wie? Ja. Also zur Not mache ich aus dem Erz hier selber noch Barren. Ich brauche 45 mal 93, 135. Soll ich dazu helfen, Riker? So. Ich bin jetzt gleich bei der Produktion. Soll ich das Band auf Mark 5 upgraden? Ja. Wenn ich schon da bin? Ja, so, mach mal. Also ich für das Katerium erst. Ich werde Pause machen. Mach doch. Ich werde mal die Tierchen versorgen. Mhm. Dass die mal was zu futtern kriegen und die nicht anfangen zu randalieren. Ja, das wäre schön, ja. So, also, wir sehen uns in Kürze. Jo. Wie viel reines Erz brauchst du? Also Katerium-Erz. Keine 150. Wer brauchst du 120? 150? 135. Also dann boost ich einmal. 135. So, passt. Gut, und was ist das für ein Band hier? MK2 ist jetzt zu hoch. Also theoretisch würde MK3 reichen. MK3 habe ich aber nichts am Start. Doch hätte ich jetzt wieder. Oder mache ich einfach MK5? Ah, Sascha will MK5. Weil wir es können. Ach nein, ich bin voll. Nee, echt jetzt. Das wird mich jetzt die ganze Zeit nerven. So, Splitter. Ach komm, da. Alu haben wir genug. Also ich ziehe hier an der Basis dann schon mal entsprechend das Katerium-Erz ab, ne? Jo. Mist, das habe ich nicht. Nein! Weg, so. Und MK5 passt. Können wir das eine Etage tiefer verlegen? Ja. Einmal durchlassen. Sehr schön, schon wieder voll. Ah, I like. Komm. Jo. 10 mal Energiefragment. Sehr schön. Kannst du es gleich in die... Braucht er nicht. Warum? Warum denn nicht schon wieder, lieber Mario? Ich im Hub-Terminal in die Kiste. Mach du das. So, ich habe erstmal die Lift hier aus, mal geupgradet. Das geht ja nicht aus, ich hab keinen Platz.
Und wo haben wir jetzt Cthyrium? Das ist der. So. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo ich hier oben in meine Position reinkomme. Wir haben keinen Platz. Juhu, juhu. Wieso hast du keinen Platz? Wo ist der Strom? Gott, da hinten muss ich ganz hin. So, also ich habe jetzt mal bis. Oh, wo ist es denn jetzt? Da. Wo ist es denn jetzt? Wo geht das denn hin? wo geht's denn hin? Okay, das ist die Gift-Area. Da oben. Wo hast denn das Kriterium Herz hingeführt? weil ich hab's jetzt hier eigentlich MK5-mäßig durch die Wand. Autsch. So, ich versuch's jetzt nochmal mit diesem Hoverpack. Es läuft da irgendwo durch die Wand durch. Ja, das habe ich festgestellt. Also da. Da kommen wir raus, okay. Blub. Und da flupp. Ist ein Ei, kein Strom. Flupp. Ah ja. So. Dann haben wir hier Lift. Zack. Und jetzt geht's irgendwie nach oben. Wow, was ist eine harte Lücke hier. Na. Logistik-Splitter. Also, werden wir den Punkt finden hier? Das müsste irgendwo hier drüben sein. Oder gehst du direkt nach oben? Komplett. Oszillatoren. Das geht relativ weit hoch, ja. Ist das das hier? Was könnte das sein? Ja, das ist das. Da, genau, ja. Stimmt, ja. Das. Da habe ich schon den Splitter dazwischen gesetzt. Okay. Also da ist jetzt alles vorne dran, ist MK5. Komplett. Ja. Dann würde ich sagen, viel Spaß. Andersrum. Quarz-Oszillatoren. Gibt's da drüben das Gebäude neben dem gelben Tower? Es wird zwar alles relativ viel zu Computern umgebaut, aber hat bestimmt noch eine Warteschlange. So und so. Weißt du wo? So, also dann das rein. Was wollte ich denn noch? Ich glaube, jetzt habe ich eigentlich alles. So. Beton wollte ich doch mitnehmen. Das ist wieder viel zu viel hier. Und Rohre haben wir eigentlich auch zu viel. So. Ach komm. Was soll der Geiz? Na? So. So. Ups. Wo ist denn hier? Kommen wir denn hier an? Da kommen wir an. So, jetzt holen wir noch ein bisschen Beton und dann gucken wir mal, dass wir vorankommen hier. Wo ist denn da Carsten? Seh dich nicht. Bist du da? Du bist da vorne. Eigentlich. Hier ist Kupfer. Wo ist Kupfer? Also, ich sehe dich, du bist irgendwo vor mir. Auf der Karte. Hier drin ist Kupfer. Ist ein Gebäude drin, oder wie? Ja. Okay. Daneben ist ein oranges Gebäude. Genau, du, in dem nicht orangen Gebäude zu oberst, obere Etage, ich glaube, linke Seite oder rechte Seite, gibt es Oszillatoren. Ich das jetzt wirklich verkehrt gemacht auf das Band. Kann sein. Mann. So. Ich hab die App gebaut.
Und Eingang. So. Ja. Spaghetti-Code um Tom Gebäude. Nächste keiner mehr. Ah, schön. Kriterium-Barren, Kriterium-Barren, Kriterium-Barren. Also, das schmeiße ich da rein. Was ist denn das hier eigentlich? Biomasse. Wir hatten hier die Biomasse-Produktion angeworfen. Da draußen. Wo? Hier draußen vor dem vor der Produktionshalle. Mit dem Schild Grünzeugs. Ich. Du weißt schon, dass da links daneben das gleiche steht in grün. Gut. Das ist okay. Ach, da hat's noch Motoren. Jede Menge und Kabel. Das Problem ist, ich kann bei dir im Moment gerade den Stream nicht so sehr verfolgen, weil. Naja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe keine Kabel mehr. Kabeldraht hätte ich hier jede Menge und ich habe hier fast 600 Motoren. Ach, herrje. Kabel. Ist doch voll. Super. Läuft bei uns. Perfekt. Jo, bis später, Stony. Fahr vorsichtig. So, statt Ton brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich nehme trotzdem eins mit. Ich habe bestimmt noch vergessen zu gucken, wie es ausschaut mit der Forschung. Dann haben wir vermutlich Festplatten durch. Das eine habe ich noch in der Tasche. So. War nicht genug Kabel. Kupferrotor, ja, den nehmen wir. Das ist alles eigentlich Mist. Dann brauchen wir. Also, wenn alles Mist ist, was machen wir? Den größten Mist, ja? Kommt er nicht mehr. Moment, ganz kurz. Komm gleich. Kupferrotor. Also das ja, komm, Mist ist weg. Ja, Mario? Nein, nix. Geht mir vorhin. Jetzt bewegt er sich schon wieder, ohne dass ich irgendwas mache. Ja, ich liebe es. Warum denn? Ja, auf. Spannend. Jo, und da geht's bei mir auch schon wieder weiter. Sehr schön. Tierchen sind versorgt, alle sind glücklich. Gut, so soll es doch sein. So ist es. So, Fusionator. So. Oh, was machen wir da hier? Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich fast alles. Ich guck doch mal kurz in den Plan rein. Ich habe einen Plan, aber ob der aufgeht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Weil mir fehlt das Alternativrezept für Radio Control System. Okay. Das fehlt leider noch. Und ich glaube, Alternate Deleted Packet Fuel. Glaube, haben wir auch nicht, ja? Das ist der verdünnte, verpackte Treibstoff. Moment, das habe ich doch vorgesehen. Das geht in einer Refinery. Den verdünnten Treibstoff haben wir. Ja, dann passt ja. Dann wäre es ja dann nur noch... Ja, schau her, ich habe mein Auto gefunden. Was hast du gefunden? Ein Auto. Aber ich glaube, ich muss auch mal eben pausieren. Ja, meines. Dein Auto. Ich bin auch gleich wieder da. Wir holen uns gleich wieder. Jo. Bis später. Stimmt, oh, pure Aluminiumbahnen fehlen noch. Das wäre noch was? Ich habe den Dom in Strom gekappt. Was? Und wundere mich, warum nichts produziert, warum es fließt und nicht brennt. Das ist toll. Hast du toll gemacht. Ja, ich weiß es. Perfekt. Ja? Very nice. Dann nehmen wir die restlichen Kabel noch weg. Der braucht jetzt ja keinen Strom mehr. Polymer Resin, ist das der normale Plastik oder ist das wieder was anderes?
Ist das. Das ist dieses. Quarz-Ding. Zeug. Wir hatten. Das ist wirklich ein anderes Rezept. Also fehlt das noch? Nee, ich bin nicht schon in die Festplatten suchen gehen. Ich muss, wie es scheint. Elektro, das haben wir. Also das fehlt. Das fehlt und das fehlt. Denn das restliche Zeug haben wir eigentlich alles. Jo. Also drei Rezepte. Ich habe noch eine Festplatte. Heißt mindestens zwei Festplatten, wenn wir Glück haben. Läuft. Wieder. Läuft, ja. Okay, mal suchen. Ich könnte ja. Ich überlege jetzt gerade mal ganz kurz. Wisst ihr was? Ich mache mal danach einen kleinen Break. Und da gehen wir halt kurz nochmal auf Festplattensuche. Ist halt leider so. Aber ich zeige euch mal den Platz, den wir später nutzen möchten. Und ich muss nach unten. Ich muss mein Blueprint noch ein bisschen bearbeiten. So. Hallo. 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 Guck, das Auto steht jetzt wieder richtig. Perfekt. So, was hatten wir? Das können wir mitnehmen. Zack. Das machen wir nämlich gleich komplett. So, und ich habe ja hier extra ein Treppenhaus gebaut. Also gleich mal nutzen. Es ist halt noch weit weg von fertig, das Ganze. So, einmal nach oben. Zack. Ich bräuchte bitte einen Förderbandmanager hier oben in der Aluminiumfabrik. Förderbandmanager kommt, aber erst nach der Pause. Okay. Okay. Aber weil du so nicht gefragt hast, fahre ich schon mal dahin, ne? Keine Chance. Da kommst du nicht hin. Warum? Warum? Weil kein Strom ist. Die Züge stehen alle kreuz und quer. Nein! Oh, nee! Oh ja, fahr rauf. Fahr rauf. Stehst du eh nicht. Fahr rauf. Wo bist denn du? Du bist... Sie ist die Hypertube. Aluminium. Ja, ich weiß. Aluminium. Hypertube geht auch nicht. Kein Strom. Fahr rauf mit dem Zug. Den Strom eben anschließen. Na, will ich nicht. Das blockiert mich. Wieso? Wieso soll das Stumpf. Nicht... Aber dumme Frage, warum, ja, warum soll es nicht gehen? Ich habe ja Strom vom ganzen Netz. Oder hast ja, ich habe die Züge kreuz und quer stehen, nicht im Bahnhof. Den Bahnhof gibt es dabei nicht. Okay. Ja, das heißt, du kannst drauf fahren, aber vorsichtig. Brems. Du brauchst nur einen Autopilot einzuschalten, der bleibt stehen vor dem nächsten Zug. Ja, aber wo willst du ihn hinschicken? Wenn kein Bahnhof jetzt da erreichbar ist. Ja, da blinkt's. Na, Weiche. Oh. Weiche. Da sind wir wieder zurück. Nein, sonst Weiche. Willkommen. Oh, es leckt hart. Es leckt richtig hart. Dann wollen wir hier das Chaos mal weiter machen. Dankeschön, Weiche. Aber die Weiche musst du noch neu setzen. Die steht ja mitten im Gleise. Ja, das geht nicht anders. Das muss anders gehen. Dann ist aber kein Platz mehr zum Einpacken von den Zügen, Mr. Tom. Ja, aber brauchen wir zwei? Ja. Okay. Ja. Das haben wir das letzte Mal schon gehabt. Okay, ja? Okay. Dass ein Zug drin gestanden und die anderen Züge ja, nicht weiterfahren können. Puh, aber der kämpft gerade so ein bisschen. So, Strom an. Ja, da musst du Gas geben. Ich, also mehr als auf A drücken kann ich nicht. Arteriumdraht. W, Entschuldigung. Hat jemand einen Strommast in der Nähe? Haben wir eben ja, einen. Ja, ich. Und du bist meilenweit weg, ja? Vermutlich. Bauen wir mal eben hier einen hin, dann kann ich eben gucken. So. Max.
Konsum. 7800 bis 7900. So. Eins. Also wo hast du was weggenommen? War nur bis zu. Du kannst eh jetzt bis in deinen Bahnhof reinfahren. Ich kündige mich schon mal an, ne? Bim bim. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Tom kommt. Ja, ich komm. Der wilde Raser. Tom, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön und grüß dich. Schön, dass du da bist. Oha. Es steigt so langsam an. Es steigt ja, so langsam an. Okay, ja. Wo fahre ich lang? Wo gibt's einen Abstellgleis? Na, eh da, in den Bahnhof rein. So. Nee, ich möchte weiterfahren. Nee, da kannst du nicht weiterfahren. Ich möchte jetzt aber weiterfahren. Fahr links. Fahr links, da ist ein Abstellgleis. Wo links? Ah, das in der Mitte, oder wie? Rechts. Entschuldigung, rechts. Gut. Rechts. Ah, müssen wir aus gesehen, was jetzt links. Das heißt, wir gehen. Muss auf Schienen gebaut werden. Ja, da bau auf Schienen. Na? Und da vorne ist Gleis zu Ende, muss ja? Ja, fürs erste Mal. Gut, muss ich muss ja eine Wende machen für dich. Eine Wende? Nee, ich muss, ja. Muss weiter. Warum musst du weiter? Du musst da bleiben. Ich muss da bleiben? Ja. Ich brauche einen Förderbandmanager. Wo? Na da, zum Anschließen des Bahnhofs. Wo, was, wie? Da unten, unter mir sind zwei Kisten. Das ist das ganze Material vom. Na, nicht da, die kleinen. Die großen. Ja, da schau, da stehen zwei so Kisten. Die das zwei. Ist. Ja, da ist ein bisschen ein Material drinnen. Ja. Und da ist ein Förderband von der Kiste. Der eine Turm, der doch steht, der gehört der da. Mhm. Nein. Der Lagercontainer, der hier noch steht, gehört hier hinein. Ja. Das mit hier ist immer sehr schwierig. Da genau, naja, genau davor, wo das steht, der Lagercontainer, in die Plattform gehört er rein. Da rein meinst du? Eben ja, hier, okay. Nicht da. Okay. Ja. Weil die anderen zwei, wo nichts davor stehen, da gehört dann der Aluminium bla 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 rein. Bla bla bla? Ja. Sehr schön. Ach, da geht's ein bisschen Tom. Aluminium. Sehr schön. Tom? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Bip. Tom? Was? Hier ist ein Band mit Kupferrohr, was irgendwie im Nichts endet. Ja. Ein Band mit Kupferrohr. Mit Stahlrohren, was im Nichts endet? Ja, das habe ich abgebaut. Das kam mir von der rechten Seite. So, du nimmst jetzt das, was ich hier produziere, oder? Ja, natürlich, ja. Wenn du alles jetzt von da lieferst, das war ja schlussendlich auch der Plan, dass die ganze Geschichte da geupdatet wird. Ja, okay. Dann baue ich das hier mal ab, weil das fährt irgendwie durch meine Fabrik durch. Ist okay. Und gibt's da drüben schon Aluminiumgehäuse? Jo. Und dann, Tom? Auf Gleis 2? Na? Müssten wir die Kohle? Ich weiß nicht, wo Sascha die Kohle hier hin haben will. Da wird Kohle angeliefert. Das weiß ich auch nicht mehr. Okay. Der Bahnhof ist auf alle Fälle da. So. Also, Aluminiumplatten hier sind weg. So. Okay. Und du willst jetzt den einen angeschlossen haben hier und da vorne, oder wie? Ja, da soll Aluminium reinkommen, ja. Auf beide Container verteilt? Ja. Aber wie es der Sascha gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es Sascha gemacht hat, aber ich werde mal was versuchen. Aber wie gesagt, nach der Pause. Aber es stellt sich nicht so hin, dass man mir hier zuschauen kann, ja? Das natürlich, wo bist denn du überhaupt? Lieber Mario! Wo ist denn der Mario? Ah, irgendwo da blinkt. Ah, da sehe ich dich. Sehr schön. Er versteckt sich schon wieder. So. Also wir haben den ganzen Bahnhof im Visier. Also viel Spaß, Leute. Ich bin gleich wieder zurück.